Hallo, herzlich willkommen zum neuen Video. Wir waren bei Kaufland heute einkaufen. Von dem ganzen Tag habe ich auch einen Daily Vlog gedreht. Das heißt, wenn ihr mehr von mir und uns erfahren wollt, also das bin ich auch meistens mit am Start, dann schaut da gerne auf dem Hauptkanal vorbei. Und wir waren gleichzeitig für den Schwiegervater einkaufen. Die Sachen haben wir ihm aber schon gebracht. Und wir haben heute ausgegeben 28,04 €. Ist der Pfand mit drauf oder hast du den extra abkassiert? Nein, habe ich extra abkassiert. Der hat einen eigenen Kassenbon bekommen und hat, ist es heiß. Ja. Ich muss jetzt den Einkauf wegfragen, weil ich ein starker Kerl bin. Was haben Sie gekauft? Genau, ich zeige euch alles, was ich gekauft habe. Einen Essensplan gibt es jetzt leider nicht, weil das nur so ein Zwischen... Also wir haben jetzt ehrlich gesagt nur ein bisschen was eingekauft, weil wir im Kaufland drinne waren für den Schwiegerparty. Und den richtigen Wocheneinkauf, ja, den gibt es dann, glaube ich, in 4 Tagen. Ja. Gehen wir einkaufen am 7. Und dann gibt es auch den Wochenplan dazu, was wir so essen. Und ja, ich zeige euch jetzt die Sachen. Heute fangen wir... Warte, ich muss so machen, dass ich das auch sehe. Heute fangen wir mit Paniermehl an. Ich zeige euch das mal so, dass ihr die Produkte länger seht und nicht immer nur mein Gesicht. Paniermehl. Ich habe noch diese veganen Schnitzel im Schrank und ich würde die gerne panieren. Also ja, mit Ei, dann sind sie nur noch vegetarisch. Und ich habe noch Paniermehl da. Das würde ich, denke ich, mal komplett alle machen. Und das ist dann das Ersatzzeugs sozusagen. Dann war auch noch alle bei uns Mais, Goldmais, der K-Classic-Mais. Der wird übrigens im gleichen Werk abgefüllt wie der Bonduelle-Mais. Also da gibt es keinen geschmacklichen Unterschied, auch wenn einige Menschen das behaupten, die keine Ahnung haben. Zweimal war komplett alle. Und meinen geliebten Edlin-Käse. Der ist extra fettarm, hat einen hohen Proteingehalt, ist von Natur aus laktosefrei. 169 Kalorien pro 100 Gramm. Besser, also kalorienärmer, ist glaube ich nur so ein Harzer Käse oder so. Aber der Harzer schmeckt, Käse stinkt. Der schmeckt ja auch nicht, der Harzer. Geben Sie mir mal rüber, ich nehme Sie das ab und nehme das nächste. Heute haben wir noch so ein bisschen Obst und Gemüse geholt. Wir hätten hier Äpfel und Birnen drin. Jeweils 3 Stück, die wollte ich zum So-Essen haben, beziehungsweise einen Apfel mache ich immer in meinen Porridge gerne morgens rein. Also ja, wir waren noch 2 Stunden beim Schwiegerparty und ich habe jetzt so einen weichen Himbeerklops. Ja, bei Kaufland haben leider nur Kulturheidelbeeren und die mag ich nicht. Deswegen habe ich es jetzt mal mit Himbeeren versucht. Und ja, kannst du das möglichst flach in den Tiefkühler tun, dass ich das immer ein bisschen abbrechen kann, so 100 Gramm? Ja, kann ich machen. Ja, vielen Dank, Osorg. Ach so, damit es nicht so ein dicker Klumpen ist. Ja, weil so einen dicken Klumpen kriege ich ja nicht auseinander. Mal schauen, wie die Himbeeren mir schmecken. Einmal Möhrchen. Leute, die Möhrchen, die sehen überhaupt nicht gut aus. Und hier haben sie irgendwie schon so Sachen abgebrochen und hier sind voll die kleinen komischen Wurzeln dran und so. Sehr merkwürdig, haben überhaupt keinen guten Eindruck gemacht. Aber ja, ich wollte aus dem Grün wieder Möhrchengrün-Pesto machen. Das hat mir sehr, sehr gut geschmeckt letzte Mal und wir haben es jetzt auch komplett aufgegessen. Das mache ich jetzt auf dem Boden. Das muss der Staub- und Wischroboter erledigen. Ja, also das Pesto war sehr lecker. Ich wollte es mal wieder machen. Und hier hätten wir Koriander. Letzte Mal hatten wir noch frischen Koriander gekauft. Dieses Mal gab es, glaube ich, gar keinen frischen Koriander bei Kaufland. Aber ich hatte auch ein Rezept gesehen mit gemahlenen Koriander. Ja, das habe ich mal mitgenommen. Kreuzkümmel ist jetzt fast alle bei mir. Da müssen wir aber dann zu dem Punjab Afro Shop. Das sind Goldkiwi. Das sind die besten, weil die sind schon quasi fertig. Also die kann man sozusagen heute schon essen und die sind super süß und haben eine super Konsistenz. Nicht so wie diese anderen, aber die kosten halt auch 89 Cent pro Stück. Einer für Osorg, einer für mich. Genau, das habe ich schon gezeigt. Dankeschön. Und dann waren diese Nudeln hier in der Werbung. Und da hat sich Osorg diese kurzen, dicken Rigatoni heißen die jetzt. Hier steht das. Rigatoni ausgesucht. Und einmal Linguini Nummer 6. Genau, Linguini sind die etwas dingeren, länglicheren, geplatteten Spaghetti sozusagen. Ja, da bleibt viel Soße drin. Das mag er sehr gerne. Und genau, dann kann die Soße besser an den Nudeln kriegen. Und dann war 15% rabattierte frische Orangen. Und die würde ich gerne zu Orangensaft machen. Ich habe ja meinen Entsafter noch. Ich verkaufe den ja gerade für eBay Kleinanzeigen. Aber ich habe für meinen Thermomix einen Aufsatz, dass ich auch so Obstsaft mit dem machen kann.
Und ja, da habe ich Bock drauf auf jeden Fall. Auch so einen frischen O-Saft morgens. Naschi-Birne. Mein Mann hat gesagt, er mag Naschi-Birne sehr, sehr gerne. Das ist eine Mischung aus. Das ist geil, das schmeckt nach Apfel und Birne gleichzeitig und hat so eine feste Weißkonsistenz. Die Mischung zwischen Apfel und Birne. Und das mag er sehr gerne und da kann er die Hälfte haben. Die hat 1,29 gekostet. Und 1,39 hat dieser Becher Quark gekostet. Das ist unverschämt. Also das ist echt unverschämt, ja. Also eigentlich wollte ich 3 Becher haben, aber für den Preis überlege ich es mir nochmal, weil das ist wirklich unverschämt. Also 1,39 weiß ich nicht. Also das haben die nur erhöht, die Preise, weil alle die Preise erhöht haben. Das kann ich mir sonst nicht erklären. Einmal Joghurt. Vielleicht möchte ich mal so ein Naanbrot machen, selber. Also vielleicht zu Sonntag, weil das gut zu Butter Chicken passt. Also ich bin ja Sonntag live. Also mache einen Livestream und mache Butter Chicken mit euch zusammen. Und da passt ganz gut Naanbrot dazu. Und dann habe ich überlegt, ob ich das vorher, nachher oder zeitgleich mache. Und jedenfalls brauche ich da Joghurt. Und den kann ich mir noch bis dahin überlegen. Ansonsten kann man Reis dazu essen. Und oder Reis und Naanbrot. Diese passierten Tomaten, die waren auch wieder in der Werbung. Das sind hier so 200 Gramm Abpackungen und das ist ganz praktisch, wenn man zum Beispiel jetzt nur so eine Soße selber macht für Pizza, dann braucht man ja keine 400 Gramm. Die große Packung ist sogar 600 Gramm immer zwangsläufig. Ach, 600 Gramm. Ja. Ja, und wenn die aber in der Werbung ist, dann ist die fast gleich teuer und dann kann man die halt auch gut nutzen, weil 600 Gramm ist auch immer echt viel, ne? Ich esse nicht so viel Tomatensauce auf einmal. Nee. Das ist und die wird ja dann auch schlecht, ne? Also man macht sie auch nicht täglich so. Deswegen, das finden wir eigentlich ganz praktisch. Kaufen wir aber nur in der Werbung. Ich wollte noch kurz zeigen, die haben hier so einen lustigen... Also die sind hier runter? So, hier, also, die haben so eine Klebespur, damit die das alles schön... Genau, damit ja. Es nicht auseinanderfällt. Das ist überklug. Wir haben einmal Wasser geholt. Wasser war wirklich das Einzige, was alle war. Also was wir wirklich gebraucht haben. Denn, Ozok mag, ich schalte euch jetzt um. So, oh, ich muss das mit dem Bildschirm noch drehen. Oh Gott, richtig professionell. Heute wieder. Nackig und professionell hier, ja, am Start. Sie müssen das stehen bleiben. Achso, hier ist so ein Thermomix drunter. Haben, ich habe Wäsche gewaschen. Sie haben Muskeln, die Wäsche da. Muskeln wachsen aus ihrem Kopf raus. Das sind meine Öhrchen, das sind meine Öhrchenmuskeln. Wasser hast du gezeigt, Schatz? Ja, Wasser okay. Habe ich gezeigt. Das ist das Einzige, was wir wirklich gebraucht haben. Hier hängt mein Handtuch drüber über meinem Thermomix. Das ist ein sehr guter Wäscheständer. Das ist frisch gewaschen, das ist perfekt. Richtig gut auf jeden Fall alles. Ja, Plan gibt es nächste Mal, beim nächsten Einkauf auf jeden Fall. Das habe ich schon gesagt. Ich habe übrigens was Neues bestellt, so My Cooking Box oder so. Irgendwas Neues auf dem Markt. Die hat ein gutes Angebot. Da werdet ihr dann wahrscheinlich, also ich weiß leider nicht, wenn es geliefert wird, weil es kommt offensichtlich irgendwie aus dem Ausland. Und also ich habe so eine Sendungsverfolgungsnummer, aber jetzt nicht Hermes, DHL oder sonstiges oder Ups oder so, sondern also... Transoflex aus dem Ausland. Nee, Transoflex war es auch nicht. Okay. Also ganz, habe ich noch nie gelesen vorher. Und ich glaube, die übergeben das irgendwann Hermes. Den Sticker haben sie schon ausgedruckt, aber ich weiß jetzt nicht, wie lange die zum Packen brauchen, wie lange denn die Lieferung hierher braucht. Also keine Ahnung, ich konnte mir das Lieferfenster nicht aussuchen. Das ist sowas wie HelloFresh, aber für italienische Sachen... Und ja, ich habe es das erste Mal jetzt bestellt. Ja, das wird auf jeden Fall eines der nächsten Videos sein. Genau. Deswegen haben wir jetzt auch nicht so extrem viel gekauft. Ja, du bist nackig. Das glaube ich, die Leute. Ich finde es immer gut, dass ich hier zwischendurch erscheine. Aber wir sind jetzt fertig mit diesem Video. Naja, wir sind halt hier zu Hause, ne? Ja, genau. Ja. Da läuft der Mann oben ohne rum. Das ist bei euch wahrscheinlich auch so. Ey, es ist draußen heiß, es waren heute draußen 30 Grad, mittlerweile ist es auf 28, 24 Grad runtergekühlt. 24 hätte das Auto gesagt, als wir losgefahren sind. Ja, deswegen, also ist jetzt angenehm, jetzt kann ich wieder hier so rumlaufen. Ja. Also vielleicht macht ihr das ja auch zu Hause, aber du kannst jetzt das Video noch beenden. Wenn ich beende das Video. Wenn es euch gefallen hat, ihr könnt mich gerne abonnieren. Abonnieren ist kostenlos und ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit einschaltet. Bis dahin, ciao!